Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten, Drucksache 19/4803 zu Drucksache 4650 zu Drucksache 19/3744. Berichterstatterin ist Frau Kollegin Mechler-Scholz. Sie hat das Wort. Herr Vorsitzender, liebe Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt im Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/4657 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich habe mich bedankt bei Ihnen, weil Sie so schön berichtet haben. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Kollege Dr. Bartelt für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute wird das psychisch Krankenhilfegesetz in dritter Lesung beschlossen. Das ist ein guter Tag für die betroffenen Menschen. Sie stehen für uns im Mittelpunkt. Sie haben den Anspruch auf qualifizierte Versorgung und Rechte, genauso wie körperlich Kranke. Das Gesetz löst das Freiheitsentziehungsgesetz von 1952 ab, das nur Gefahrenabwehr und Einschränkung von Persönlichkeitsrechten beschrieb. Das Gesetz wurde sorgfältig erarbeitet. Kernpunkte sind Prävention, frühzeitige ambulante Hilfen und Verminderung von Einweisungen gegen den Willen der Patienten. Im Zentrum der Erörterung mit den Experten in Anhörungen und im Psychiatriebeirat standen, wie frühzeitige Hilfen rund um die Uhr organisiert werden könnten. Die Stärkung der sozialpsychiatrischen Dienste, die an die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte gekoppelt sind, sind von herausragender Bedeutung. Daher erhalten Sie ab diesem Jahr einen Mehrbelastungsausgleich von 2,9 Millionen € jährlich. Diese Mittel kommen den Betroffenen durch Anstellung von Fachpersonal unmittelbar zugute. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und einzelner Gesundheitsämter haben in der Anhörung dies in ihren positiven Stellungnahmen hervorgehoben. Durch unseren Ergänzungsantrag wollen wir die Notwendigkeit des Ausbaus ambulanter Hilfen betonen. Das heißt, ambulante Hilfen sollen nach Möglichkeit auch außerhalb der Regelarbeitszeit zugänglich sein. Wir wollen aber die Kassenärztliche Vereinigung bei der Notfallversorgung psychisch kranker Patienten mit Nachdruck an den Sicherstellungsauftrag erinnern. Sie müssen auch ihren Beitrag bei der Entwicklung ambulanter Krisenhilfen leisten. Daher können wir eine landesgesetzliche Garantie mit Konnexitätspflichten durch staatliche Einrichtungen allein nicht befürworten. Die Reduzierung von Zwangsmaßnahmen an psychisch kranken Menschen nahm in den Gesprächen einen sehr breiten Raum ein. Sie sind ein so schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte und die Würde der Person, dass sie nur nach sorgfältiger Abwägung im Einzelfall erfolgen dürfen. Aber trotz Prävention müssen sie im Praxisalltag zur Abwehr von Eigen- und Fremdgefährdung durchgeführt werden. Und hier muss Rechtssicherheit für die Betroffenen, sei es die Polizei oder die Therapeuten, garantiert sein. Meine Damen und Herren, psychische Erkrankungen sind häufig und können jeden von uns treffen. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes haben 10% der Menschen im Leben psychotische Symptome und 1%, immerhin 1% eine diagnostizierte Schizophrenie. Durchgangssymptome, Syndrome nach Operation oder temporäre
Warnsymptome bei Entwicklung einer Altersdemenz hat fast jeder in seinem persönlichen familiären Umfeld einmal wahrnehmen müssen. Dieses Gesetz ist, wie unser Minister Grüttner in der zweiten Lesung hervorhob, ein lernendes, ein sich entwickelndes Gesetz. Herausforderung und Engagement beginnen mit dem Inkrafttreten, etwa bei der Diskussion, der Fachdiskussion, Erarbeitung der ambulanten Hilfen. Allen Experten, die uns in den Anhörungen und informellen Gesprächen Anregungen gegeben haben, möchten wir danken und Sie bitten, das Gesetz bei der Umsetzung fachlich zu begleiten. Besten Dank. Nächste Wortmeldung von Kollegin Schott. Tja, so früh waren Sie selten, gell? Okay. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen braucht ein Gesetz, das die Menschenwürde in jeder Situation wahrt, das präventiv wirkt, das die Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Familien gewährleistet und das die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben eröffnet sowie eine hohe Qualität garantiert. Einen solchen Gesetzentwurf hat die Landesregierung nicht vorgelegt. Auch die Änderungsanträge der Regierungsfraktionen haben nicht dazu beigetragen. Eigentlich hätten wir Ihnen eine Alternative vorlegen müssen, denn es geht besser. Schon die Akzeptanz der Änderungsvorschläge der SPD hätte den Entwurf zu einem wesentlich weniger schlechten gemacht. Da Sie allerdings weder die Expertise der Mitglieder des Psychiatriebeirats noch der Expertinnen und Experten in der Anhörung noch irgendein Fitzelchen aus dem SPD-Vorschlag aufnehmen wollten, haben wir uns der Illusion nicht hingegeben, dass es gerade ein Vorschlag der LINKEN sein soll, der Sie von Ihrer Ignoranz befreien kann. Ja, Ignoranz. Anders kann ich mir das nicht erklären, was Sie dazu führt, ein schlechtes Gesetz, das in vielen Punkten nicht mit der Verfassung und mit der UN-Behindertenrechtskonvention übereinstimmt, heute verabschieden zu wollen. Gern ein paar Beispiele. Psychisch Kranke brauchen Krisendienste, wie es sie in Oberbayern, Schleswig-Holstein, Berlin und auch im Raum Darmstadt gibt. Wenn Ihr Satz, ambulante Hilfen sollen nach Möglichkeit auch außerhalb der Regelarbeitszeiten zugänglich sein, schon das Ende der Geschichte ist, dann bleiben wir wie im Rest des Gesetzes im Vagen, Ungefähren und Unverbindlichen. Wir verhindern damit keine stationären Aufenthalte, wir verhindern keine Unterbringungen, wir verhindern im Ende keine Zwangsmaßnahmen. Das ist aber doch der Sinn des Grundsatzes ambulant vor stationär. Dazu müsste die Landesregierung dafür sorgen, dass überall im Land Strukturen aufgebaut werden, die Anlaufstellen für Menschen mit psychischen Krisen bieten, und das nicht nur ab und zu außerhalb der Bürozeiten, sondern regelmäßig am Wochenende und nachts. Gerade dann passieren die psychischen Krisen. Hierfür müssen aber vor Ort die Bedingungen geschaffen werden, und dazu reicht es nicht, die sozialpsychiatrischen Dienste um eine Stelle aufzustocken. Die Kleine Anfrage der LINKEN zu diesen Diensten ergaben im Land ein äußerst inhomogenes Bild. Das reicht von 0 bis zu 20,5 besetzten Stellen pro Kreis. Es gibt aber Bundesländer, die Mindestbesetzungen festlegen. Wenn die Maßstäbe aus Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern in Hessen angelegt werden würden, müsste sich das Personal in den sozialpsychiatrischen Diensten teilweise verzehnfachen. Wo dieses herkommen soll, bei der bescheidenen Bezahlung, ist mir allerdings auch ein Rätsel. Die sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen in den ambulanten und in den stationären psychiatrischen Einrichtungen werden von der Regierung im Regen stehen gelassen. Noch mehr, sie müssen sich demnächst mit völlig untauglichen rechtlichen Vorschriften herumschlagen. Kinder sollen, wenn auch nur vorübergehend, in Erwachseneneinrichtungen untergebracht werden können. Es wimmelt im Gesetz von unklaren Krankheits- und Gefahrenbegriffen. Es gibt völlig unklare Formulierungen wie andere bedeutende Rechtsgüter anderer. Diese müssen ersatzlos gestrichen werden, damit wir zu Klarheit kommen und zu Eindeutigkeit. Leider gibt es viel zu viele Regelungen, die ich erwähnen müsste, weil sie verfassungswidrig oder zumindest verfassungsrechtlich bedenklich sind. Da fehlt mir die Zeit. Deshalb nur ein paar Beispiele. Im Gesetz soll die Zwangsbehandlung einwilligungsfähiger Personen gegeben möglich sein.
Dies widerspricht dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.07.2016, das aussagt, eine medizinische Zwangsbehandlung gegen den freien Willen eines Menschen ist ausgeschlossen. Das Gesetz ermöglicht eine Zwangsbehandlung ohne gerichtliche Genehmigung, wenn die Behandlung verzögert würde. Es ist zu befürchten, dass hier der Notfall zum Regelfall wird. Das Bundesverfassungsgericht hat aber in seiner Entscheidung vom 23.03.11 schon festgehalten, dass der Rechtsschutz gegen eine solche Maßnahme möglich sein muss. Und schließlich darf es keine Zwangsbehandlung von fremdgefährdenden Personen geben. Auch hier ist das Bundesverfassungsgericht eindeutig. Dies führt dazu, dass Menschen, die nach dem BGB untergebracht werden, anders behandelt werden als diejenigen nach dem PsychKAG. Alles in allem wird das Gesetz zu viel Unklarheit bei den Behörden, Psychiaterinnen und Psychiatern und viel Klärungsbedarf bei den Gerichten führen. Da hätte die Landesregierung doch einmal besser in anderen Bundesländern abschreiben sollen. Besonders ärgerlich sind die Einschränkungen bezüglich der UN-Behindertenrechtskonvention. Diese soll nach der Präambel nur so weit wie möglich berücksichtigt werden. Weit ist es mit den Möglichkeiten nicht her. Es fehlen Regelungen, wie Menschen mit Behinderungen in der Entscheidungsfindung unterstützt werden bzw. wie die bestmögliche Interpretation des Willens und der Einstellung der Person berücksichtigt werden kann. Weder die Erfahrung Darf ich Sie auf die Redezeit hinweisen, Frau Kollegin? Bin sofort fertig. Weder die Erfahrung aus der Psychiatrie-Enquete in 75 noch aus anderen Bundesländern oder europäischen Ländern noch die Konzepte wie Home Treatment, Soteria, Ex-In usw. wurden bei diesem Gesetz berücksichtigt. Es ist bei der Verabschiedung nicht nur schon überaltert, sondern auch schädlich. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung, Herr Kollege Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, werte Kolleginnen, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! In fünf Minuten das darzustellen, was wir in dieses Gesetz geschrieben haben, würde sicherlich den Rahmen sprengen. Aber so viel ist richtig, was Kollege Dr. Bartelt gesagt hat. Nach 60 Jahren wird es heute in dritter Lesung zu einem Gesetz kommen, das modern ist, ein modernes Hilfegesetz für psychisch Kranke, die Prävention vor Zwang setzt. Ich glaube, das ist ein guter Tag aus der Sicht von den Patientinnen und Patienten von den psychisch Kranken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Haltung des neuen Gesetzes ist klar. Es geht um Prävention, es geht um Hilfen, es geht um Heilung. All das steht im Fokus. Und gleichzeitig ist klar, dass das ausschließlich ordnungspolitische, veraltete Freiheitsentziehungsgesetz auf neue Grundlagen gestellt werden. Und das ist auch richtig und gut. Und um die einigen Kritik aufzugreifen, die gerade von meiner Vorrednerin kommt, es wurde in über drei Jahren in einem Fachbeirat erarbeitet. Viele, viele Expertinnen und Experten haben sich daran beteiligt, in Regierungsanhörungen und vielem anderen mehr, in vielen Diskussionen, Fachdiskussionen. Und die meisten, alle dieser Vorschläge haben dort einen Eingang gefunden. Vor allem auch klar ist die Definition, wann es überhaupt zu einer Freiheitsentziehung kommen darf, nämlich dann, dass sie als Ultima Ratio und nur unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt erlaubt ist, dass sie engmaschig dokumentiert und überwacht werden, dass sie gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention höchsten Ansprüchen Genüge tut. Und wenn ich das noch einmal sagen darf, Frau Schott, das kann ich Ihnen gerne sagen, wenn Sie Ihnen aufgefallen ist, dass das Land Hessen eines der letzten Bundesländer ist, die so ein Gesetz jetzt modernisiert, dann haben Sie gleichzeitig, was eine Schwäche sein könnte, gleichzeitig für uns eine Stärke. Wir wissen nämlich, was rechtssicher ist. Wir konnten nämlich an den anderen Gesetzen anderer Bundesländer wissen, was beklagt und nicht beklagt wird und was rechtskonform, verfassungskonform ist. Dieses Gesetz, das werden Sie sehen, wird vielleicht eine Klage provozieren, wird aber keinen Erfolg haben, weil wir wissen aus anderen Bundesländern, was rechtlich tragfähig ist. Und ich glaube, das ist in diesem Fall auch so. Die Menschen haben, die Patientinnen und Patienten haben eine größtmöglichste Transparenz. Es wird dokumentiert. Wir haben klar festgelegt, auch noch einmal verbessert, klar festgelegt, wie dokumentiert werden muss. Es wird klar noch einmal dokumentiert, was die Fachaufsicht zu leisten hat. Die Rechte der Patientinnen und Patienten der Untergebrachten wird noch einmal klar und ausführlich geschildert. Besuchskommission, Patientenfürsprecher, unabhängige Beschwerdestellen. Der Schriftverkehr sowohl zu Ärzten wie zu Anwälten ist uneingeschränkt zu gewährleisten. All das sind Fragen der Bürgerrechte, die wir klar in diesem Gesetz auf modernstem Stand
führen. Ich finde, in diesem bedarf es auch überhaupt keiner hektischen und auch, wie ich finde, übertriebenen Kritikvorwürfe, weil es all das ausführlichst bedacht hat, dass es tatsächlich ein bürgerrechts-, menschengerecht nahes, patientengerechtes Gesetz geworden ist. Und das, was Sie noch einmal als einer der Punkte der Anhörung hervorheben, ist die Frage, wie stark gehen wir zu mobilen Krisendiensten? Ich habe das schon einmal gesagt. Wir haben das im Gesetz auch noch einmal verbessert, weil wir der Meinung sind, dieser Handlungsauftrag muss auch per Gesetz ausgesprochen werden. Es kann einfach nicht sein, dass samstags nachts um 3 keinerlei Hilfen zur Verfügung stehen. Nur das, was wir nicht wollen, ist, dass wir als Land Hessen ausschließlich dafür zuständig sind und das auch noch zu bezahlen haben, während es eine ganz komplexe Landschaft gibt von bereits bestehenden Angeboten im Übrigen, von bestehenden mobilen Angeboten und es vor allem unterschiedlichste Kostenträger gibt, wie Krankenkassen, die ein Riesengeschäft machen würden, wenn sie mehr mobile Krisendienste einrichten würden, weil sie dadurch teure Krankenhausaufenthalte vermeiden würden. Sie würden entlassen die Gesundheitsdienste der Städte und Kommunen, die auch dafür sorgen, zu tragen haben, dass ihre unterschiedlichsten Angebote wirklich gut strukturiert und organisiert und koordiniert zur Verfügung stehen. All das wollen wir mit dem Gesetz initiieren und ihnen nicht die Aufgabe entziehen und sie davon entlasten, dass all das nicht mehr tun zu müssen, sondern wir als Land es dadurch als gesetzlich zu übernehmen. Deswegen ist es ein bewusster Beschluss zu sagen, ja, es ist wichtig außerhalb von Bürozeiten, aber wir werden auch nicht alles von uns aus alleine zahlen, wenn es mehrere Akteure in diesem Bereich gibt. Insofern haben wir die Zielrichtung aufgenommen. Wir wollen den Menschen größtmöglichste präventive Angebote machen, den Patientinnen und Patienten. Wir wollen, dass sie gut untergebracht sind, qualitativ hochwertig untergebracht sind, dass sie, wenn sie einen Aufenthalt dort hatten, dass sie nicht wieder rückfällig werden. Auch dafür werden die neuen ausgestatteten SPDI einen Handlungsauftrag erhalten. Und ich bin mir sicher, dass wir in einigen Jahren, wenn wir dieses Gesetz evaluieren, feststellen, wie fortschrittlich es war. Wir werden aber auch sicherlich weiter daran diskutieren mit dem neu eingerichteten Fachbeirat und jede Idee und konstruktive Kritik, die es nach der Einführung in der Umsetzung gibt, gerne aufgreifen und weiterentwickeln. Ich glaube aber alles in allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein gutes Gesetz, eine gute Entscheidung, ein gutes Gesetz für die Patientinnen und Patienten, ist ein gutes Gesetz für die Psychiatrien, ein gutes Gesetz für all die Ärztinnen und Ärzte, die dort arbeiten und die darauf gewartet haben, dass es einen solchen Meilenstein gibt, eine solche Verbesserung nach über 60 Jahren. Das ist ein guter Tag für dieses Thema. Danke Ihnen. Danke schön. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In der dritten Lesung über ein Gesetz zu sprechen, in dem sich signifikant nichts mehr verändert hat zwischen der zweiten und dritten Lesung, ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Aber es gibt Spielraum und es gibt auch Möglichkeiten, noch einmal auf ein paar Punkte hinzuweisen. Man hat ja den Eindruck, wenn man Herrn Bocklet und Frau Schott zugehört hat, es wäre nicht das gleiche Gesetz, über das gesprochen wird. Es scheint, vielleicht sind zwei Gesetze im Umlauf, und ich kenne nur eins. Aber ich will trotzdem meiner Grundhaltung noch einmal Nachdruck leisten. Und das bedeutet nämlich, dass es gut ist, dass wir ein solches Gesetz jetzt endlich auf den Weg gebracht haben. Das muss man grundsätzlich anerkennen. Und ich glaube auch, es ist eine Verbesserung des bisherigen Zustandes. Davon bin ich auch überzeugt, weil es auch einen Ansatz verfolgt, den ich für absolut richtig halte. Was ist das? Was ist dieser Ansatz? Man versucht, den Krisen zuvorzukommen. Man versucht, den Krisen der Menschen zuvorzukommen, wenn sie in einem Bereich sind, wo sie Selbststeuerungsmöglichkeiten verlieren, wo die Situation schon für das Umfeld sich abzeichnet, dass man auf eine Krise zusteuert, dort dann auch mit härteren Mitteln die Möglichkeit erhält, einer Krise zuvorzukommen. Diese Abwägung ist schwierig, aber sie ist hier versucht worden in dem Gesetz, und es ist der richtige Weg, wenn man überlegt, wenn es zu einer Krise kommt, zu welchen harten Eingriffen es dann für diese Menschen kommt, die ja einfach krank sind und in dem Moment nicht anders behandelt werden können. Und das ist der Ansatz, der mal grundsätzlich zu begrüßen ist. Jetzt muss ich
ein bisschen Wasser in den Wein schütten, leider ein bisschen mehr, als ich gehofft habe. Es hat einen sehr langen Vorlauf gehabt. Von daher hätte ich mir eben gewünscht, dass ein paar Dinge vielleicht ein bisschen stärker abgewogen worden wären. Ich bin ja kein Jurist, aber die FDP-Fraktion verfügt über einige sehr gute Juristen. Und die haben sofort nach Durchsicht dieses Gesetzes Bedenken angemeldet, Herr Bocklet. Ich glaube, dass Sie sich auf dünnes Eis begeben haben, als Sie gesagt haben, dass dieses Gesetz so absolut rechtssicher ist und dass man keine Bedenken haben muss, ob die Begriffe, die wir dort gewählt haben, ausreichend konkret sind. Also, da sind schon andere mit ihren Prognosen auf den Allerwertesten gefallen. Ich glaube, da sind Sie sehr mutig mit dieser Aussage. Da hätten Sie sich besser an dem Herrn Dr. Bartelt orientiert, als so mutig hier vorzubrechen. Das sehe ich nicht wie Sie. Herr Dr. Bartelt hat, klug wie er war, hier natürlich eine wunderbare Formulierung gefunden, die ich mir auch für die Zukunft mal merken werde. Er hat hier von einem lernenden Gesetz gesprochen. Dieses Gesetz ist ein lernendes Gesetz. Das ist eine sehr positive Umschreibung, dass wir noch nicht so genau wissen, ob man mit einem Gesetz, das ja auch sozusagen ganz neu ist und einen neuen Bereich für uns beschreibt, ob man da an der Stelle jetzt wirklich schon genau weiß, ob man alles richtig gemacht hat. Das ist, glaube ich, eine sehr positive Umschreibung. Herr Dr. Bartelt, muss ich Ihnen wirklich ein Kompliment machen. So sehe ich das auch. Und ich glaube, wer sich mit diesem Terrain auskennt, weiß, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode, nicht weil wir jetzt große Vorwürfe erheben wollen, uns noch einmal damit auseinandersetzen werden. Und uns ist auch klar, dass die finanziellen Mittel in jeder Landesregierung umkämpft sind. Man hätte hier, und das ist ein Punkt, wo ich der einen oder anderen Vorrednerin recht geben möchte, die Prävention hätte man noch mehr stärken können. Das hätte man noch machen können. Wir wissen, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage und es ist immer das Armdrücken zwischen Krankenkasse und Land an der Stelle. Aber für die Menschen vor Ort ist das nicht die Frage, die sie umtreibt, sondern da ist die Frage, was hätte man noch an der Stelle tun können. Ich kann, das habe ich auch schon bei der zweiten Lesung gesagt, wir begrüßen, dass dieses Gesetz auf den Weg gekommen ist. Wir glauben, es ist ein lernendes Gesetz, wie der Dr. Bartelt auch. Wir haben aber, glaube ich, ein bisschen die Einschätzung, dass man noch ein bisschen mehr lernen muss, wie die Landesregierung vielleicht glaubt. Darum können wir dem Gesetz leider heute nicht unsere Zustimmung geben. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Dr. Sommer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Als letztes Bundesland wird heute Hessen das PsychKG zum Gesetz erheben. Und Herr Rock hat ja gerade schon hingewiesen, dass man manchmal gedacht hat, man war in zwei verschiedenen Anhörungen. Sie haben, Herr Bocklet, gesagt, Hinweise der Experten wurden aufgenommen. Das sehen wir wenig. Wir haben deswegen einen Änderungsantrag eingebracht, der sich mit diesen Hinweisen aus der Anhörung beschäftigt hat. Diese Änderungen wurden von den Ärztinnen, den Ärzten, aber auch von den Einrichtungen befürwortet. Sie aber haben ihn abgelehnt. Wir haben Ihnen in der letzten Ausschusssitzung vorgeschlagen, einzelne Punkte abzustimmen, um eben partiell vielleicht die ein oder andere Verbesserung noch zu bewirken. Aber Sie wollten alles im Gesamten ablehnen. Das ist schade. Meine Damen und Herren, angesichts der kurzen Zeit, die wir heute zur dritten Lesung zur Verfügung haben, möchte ich nur auf ein paar wenige Punkte eingehen, die für uns wichtig gewesen wären. Das ist der Krisendienst. Hier haben wir auch verschiedene Auffassungen. Wir hätten es wichtig gefunden, diesen mit einer Kostennote zu versehen, so wie es auch beispielsweise in Rheinland-Pfalz geregelt wird. Auch finden wir, dass Kinder und Jugendliche nicht auch nur kurzfristig in eine Erwachsenenpsychiatrie gehören. Denn das, meine Damen und Herren, entspricht nicht den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Vorbildliche Regelungen gibt es hier beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. Auch somatische Erkrankungen
haben erst einmal nichts in der Psychiatrie zu suchen. Auch hier hätte man handeln können. Auch das fürsorgliche Zurückhalten in anderen Psych-KGs hat es längst Eingang gefunden, hier in Hessen leider nicht. Und uns wäre wichtig gewesen, Beratung und Hilfen in verständlicher, einfacher sowie in Muttersprache durchzuführen, weil es einfach eine ganz sensible Thematik ist, meine Damen und Herren. Moniert wurde auch in der Anhörung vor allem die Regelung zu den Zwangsbehandlungen und zur Fixierung. Sie wurden als unzureichend benannt. Änderungen wären hier wichtig gewesen zum Wohle, aber auch zur Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Patientinnen und Patienten, meine Damen und Herren. Zum Schluss möchte ich das noch einmal wiedergeben, was auch Herr Rock schon gesagt hat. Eigentlich befürworten wir alle, dass ein neues Gesetz kommt und das alte Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgiftsüchtiger oder alkoholsüchtiger Personen von 1952 endlich abgelöst wird. Ich finde, schon bei diesem Titel sieht man, dass das nicht mehr haltbar und nicht mehr zeitgemäß war und wir ein zeitgemäßeres Gesetz brauchen. Natürlich hätten wir uns gewünscht, weil wir nun das letzte Bundesland sind, das dieses Gesetz beschließt, dass man vielleicht von den Erfahrungen der anderen Bundesländer ein Stück weit besser profitiert. Und Herr Bocklet, Sie haben ja auch gesagt, es war ein langer partizipatorischer Prozess. Das war so. Aber dann hätten wir uns auch dort die Einbindung genau dieser einzelnen Hinweise doch besser gewünscht. Nicht, weil wir nicht ein neues Gesetz benötigen, stimmen wir dem Gesetz nicht zu, sondern weil wir uns ein noch fortschrittlicheres Gesetz gewünscht hätten für eben die Ärztinnen und Ärzte, für die Beschäftigten, für die Patientinnen und Patienten und auch für die Angehörigen. Herr Minister, ich kann mich noch erinnern, in der allerersten Lesung haben Sie davon gesprochen, dass das Gesetz ein Meilenstein ist. Das hat Herr Bocklet heute auch wiederholt. Da muss ich Ihnen wirklich recht geben. Denn Meilenstein bedeutet, es ist eine erste Marke auf einer Wegstrecke, quasi ein Etappenziel, ein Teilziel zu einem Ziel, das wir alle verfolgen. Aber bei der Versorgung psychisch kranker Menschen sind wir eben an diesem Ziel noch nicht angelangt. Und hätten die regierungstragenden Fraktionen unserem Änderungsantrag zugestimmt, wären wir dem Ziel schon etwas näher, meine Damen und Herren. Aber, und das muss ich noch einmal sagen, nicht Herr Dr. Bartel, dass Sie mir böse sind, aber der Herr Grüttner hat das lernende Gesetz geprägt. Damit ist natürlich die Hoffnung verbunden, dass wir erste Erfahrungen und auch konstruktive Kritik demnächst dann in dem Gesetz einbinden können und dass so die Verbesserung für all diejenigen, die die Hilfe benötigen, auch gut wird. Vielleicht könnten Sie, Herr Minister Grüttner, einfach noch einmal etwas dazu sagen, was Sie unter einem lernenden Gesetz in diesem Sinne verstehen. Herzlichen Dank. Das Wort hatte Herr Sozialminister Grüttner. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde, dass es schon einer besonderen Bemerkung bedarf, wenn wir heute ein Gesetz verabschieden, nämlich das psychisch Krankenhilfegesetz, das ein Gesetz ablöst, das 65 Jahre Gültigkeit hier in Hessen gehabt hat, nämlich das Hessische Freiheits- und Entziehungsgesetz, und dass ein Gesetz, das ausschließlich auf Intervention abgestellt hat, nun ersetzt wird durch ein Gesetz, das tatsächlich Hilfen anbietet. Ich finde, das ist ein guter Tag für die betroffenen Menschen, und es ist ein guter Tag heute auch in Hessen. Es ist nicht nur ein lernendes Gesetz, da sage ich noch etwas dazu.
sondern in diesem Prozess habe ich auch sehr viel gelernt, denn es war ein diskussionsintensiver, manchmal auch durchaus mühsamer Prozess. Ich denke jedoch trotzdem, dass er sich gelohnt hat. In über 40 Sitzungen und Veranstaltungen wurde das Gesetzesvorhaben diskutiert. Siebenmal hat der Hessische Fachbeirat Psychiatrie hierzu getagt, hat seine Anmerkungen gemacht. Und auch das ist etwas, was man lernt, hat zu diesen Anmerkungen zum Teil in Anhörungen nicht mehr gestanden. Insofern ist das auch ein spannender Prozess gewesen, den man an dieser Stelle bemerken musste. Aber wir haben genauso auch hier im Landtag intensive und ausführliche Debatten geführt. Letztendlich will ich an dieser Stelle auf nur ganz wenige Kernbereiche eingehen. Das eine Thema ist immer wieder Zwang. Zwang als Ultima Ratio, und das haben wir im Gesetz klargestellt. Weiter haben wir die Vorgaben durch die höchstrichterliche Rechtsprechung umgesetzt. Denn solange wir nicht zu 100% versprechen können, dass es zu keiner Anwendung von Zwangsmaßnahmen kommt, müssen wir es gesetzlich regeln. Denn dafür ist der Rechtsstaat da. Er muss bei den Eingriffen in Grundrechten die klaren Regelungen schaffen. Und damit haben wir erfüllt, was auf gesetzgeberischer Ebene zu tun ist. Denn die Vermeidung von Zwang muss sich konzeptionell in der Haltung und den Konzepten, wie psychiatrische Versorgung geleistet wird, niederschlagen. Im Übrigen, das Bundesgesundheitsministerium finanziert bis 2019 ein großes Projekt zu diesem Thema. Auch damit wiederum die Fragestellung ein lernendes Gesetz. Wir erwarten aus dieser groß angelegten Untersuchung natürlich auch Hinweise, weil es geht im Schwerpunkt auch um die Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung von Zwang. Es wird untersucht, ob sich die Einbeziehung von Genesungsbegleitern, der Abschluss von Behandlungsvereinbarungen, eine Nachbereitung, wenn es zu Maßnahmen gekommen ist, positiv im Sinne von Vermeidung auswirkt. Auch die Entwicklung eines regionalen Monitorings, also eine Versorgungsregion, auf die man sich gemeinsam verständigt, um Maßnahmen zur Vermeidung von Zwang vorzunehmen, werden dabei eine entsprechende Rolle spielen. Wenn aus einer solchen Untersuchung sich für uns Aspekte ergeben, was wir in unserem Gesetz bisher noch nicht beachtet haben, werden wir selbstverständlich diese Aspekte umsetzen und einfügen. Also insofern schon ein Beispiel dafür, was man unter einem lernenden Gesetz an dieser Stelle versteht. Vieles davon ist ja in unserem Gesetz schon vorgesehen. Die Daten über Zwangsmaßnahmen werden den Gebietskörperschaften anonymisiert zur Verfügung gestellt, mit der Verpflichtung, sie zu diskutieren und Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Unstrittig ist auch, dass wir die ambulante Krisenhilfe verbessern müssen. Es ist aber auch unstrittig, dass daran alle an der Versorgung Beteiligten mit einzubeziehen sind. Und damit meine ich sowohl die Kostenträger als auch die Leistungserbringer. Im Hessischen Fachbeirat Psychiatrie wurde vereinbart, sich diesem Thema nach Verabschiedung des Gesetzes zu widmen. Wir hätten viel lieber schon jetzt eine Verpflichtung im Hinblick auf Leistungserbringer und Kostenträger mit eingemacht. Ich sage sehr deutlich, auch die Ärzte in Hessen können sich an dieser Stelle ihren Verpflichtungen nicht entziehen. Die Patientenrechte werden erheblich gestärkt. Es werden Besuchskommissionen gebildet. Wir haben im Maßregelvollzug erste Erfahrungen, und zwar positive, damit gesammelt. Es wird in jeder Stadt und in jedem Landkreis eine unabhängige Beschwerdestelle geben. Und das ist ein gut nutzbares, niederschwelliges Angebot. Es gibt viele Sozialgesetzbücher, in denen Bereiche der Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen geregelt werden, sei es das SGB V für die medizinische und psychotherapeutische Behandlung oder das Bundesteilhabegesetz. In diese Regelungsbereiche kann ein Landesgesetz nicht eingreifen. Das Hessische Psychisch-Krankenhilfegesetz ist deshalb ein Gesetz, das nicht nur lernend, sondern auch ehrlich ist. Wir werden den Inhalt umsetzen können und das, was wir hier normiert haben, und was wir umsetzen können, das werden wir auch tun. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir abstimmen in dritter Lesung über das Gesetz der Landesregierung für ein Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten. Wer diesem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Enthaltungen? Dann stelle ich fest, dass das Gesetz mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN mehrheitlich angenommen worden ist und damit zum Gesetz erhoben wird. Applaus
Meine Damen und Herren, ich freue mich, einen Gast auf der Bühne begrüßen zu können. Ganz herzlich willkommen, Ihre Exzellenz, der Botschafterin Kolumbiens, Frau Maria Lorena Gutierrez Botero. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und schön, dass Sie hier bei uns sind. Ich hoffe, Ihr Aufenthalt in Hessen ist ertragreich, und übermitteln Sie dem Parlament Ihres Landes unsere herzlichen Grüße. Danke schön.